war super. Also ich hätte mehr Zeit gerne gehabt, weil ich interessiere mich eigentlich auch technisch und ich war begeistert und auch beeindruckt über die Vielfalt, was es alles braucht für den Schienenverkehr und dass die Schweiz mit 45 Ständen vertreten ist, also das ist schon beeindruckend. Ich versuchte so viel wie möglich in kurzer Zeit von den Leuten rauszuquetschen und ich habe versucht einfach vielleicht auf den Kern zu kommen. Was machen Sie, wo wird es hergestellt, wie viele Leute, wie viele Arbeitskräfte stecken dahinter, damit ich mir auch ein Bild machen kann, was der Schienenverkehrsindustrie in der Schweiz benötigt und wo sie ihre Stärken hat. Und für das bin ich eigentlich auch hier in Berlin, dass wenn Sie dann auch die Beziehung brauchen, was ich zwar nicht das Gefühl habe, ich glaube, die sind da ziemlich schon sehr erfolgreich, aber für das bin ich dann da, dann können Sie mich kontaktieren und dann weiß ich ungefähr, woher Sie stammen und was Sie herstellen. Ich bin beeindruckt, wie viele Aufträge die Schweizer Firmen bekommen und gerade Stadler hat ja jetzt auch wieder in Berlin einen großen Auftrag gefasst und das finde ich schon toll und macht mich eigentlich auch stolz als Schweizer Botschafterin.